So, und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes in der Vorstellung. Und zwar sind wir jetzt bei einem ganz anderen Mobil gelandet. Und das wollen wir euch jetzt ausführlich mal vorstellen. Ja, und ich kann euch im Vorfeld schon sagen, das hat mich total begeistert. Ist mal was ganz anderes und nicht schlecht. Und wenn die Ursi mal begeistert ist, dann ist ja viel gewonnen. Ja, also ich würde sagen, bleibt dran und schaut euch das einfach mal an. Ja, und ganz ehrlich, ich selbst bin auch ganz überrascht vom Raumgefühl, was ich in einem der drei Fahrzeuge, die wir jetzt anschauen, bekommen habe. Ja. Also, auf geht's. So, jetzt haben wir da einen Silver Dream auf 7,70 Meter Länge. Allerdings mit Queensbett, aber den gibt es auch mit Einzelbetten. Hier haben wir die Ausstattungsliste und der Grundpreis liegt bei 157.000 Euro. Und mit dieser Ausstattung, wie sie hier ist, bei 225.000 Euro. Länge 7,70 Meter, Höhe 3,10 Meter und zulässiges Gesamtgewicht 5 Tonnen. Was heißt, dass der wahrscheinlich Zwillingsreifen hat. Was ist Zwillingsreifen, ne? Ja. Also, das sind die Vorteile des Monocoques von Silver Dream. Alles aus einem Guss, ohne Naht, geringes Gewicht, stabiler als Stahl, formbar, einfache Reparatur, hangelresistent. Und wahrscheinlich auch besser, was nach Feuchtigkeit oder Dichtigkeit angeht. Ja, nicht nur das, das muss ich jetzt genau zeigen. Wenn Sie jetzt da vorne, das ist unser Aufbau, das sind zwei GFK-Formen, links und rechts, zwischendrin der Hackschaum. Ja. Feuchtigkeit nicht durchlässt, also nicht resistent ist. Ist auch holzfrei. Ja, holzfrei. Und dann haben wir hier einen Schaumstoff mit einem Dampfspüre quasi. Vorteil, die meisten Hersteller machen ihre Wände auf die Innenwand, die entweder mit Holz ist oder Aluminium oder wie auch immer. Und es gibt Geräusche nach einer gewissen Zeit, das darf jede Schraube nach. Und dann gibt es Geräusche, Geräusche. Wir bauen das auf unseren Schaumstoff auf. Hier drückt es das quasi an die Wand. Und da ist der Spielraum praktisch, ja. Auf die Wand. Und dann gibt es, das können Sie nicht mehr bewegen, das ist unmöglich. Ja. Und es gibt keine Geräusche mehr. Und ich habe Dampfspüre drin, auch von Kunststoff. Und damit ist das Auto innen sehr ruhig. Ja. Das ist unser erster Vorteil. Dann haben wir uns die Möbel hohl gemacht. Mit Holzeinlagen, damit es hält. Der wichtigste Vorteil ist die Belüftung innen. Nicht nur Boden ist bei uns doppelt, sondern auch das Dach ist doppelt. Damit habe ich ein diffundierendes Dach. Luft rein, raus, Luft raus. Luft trocknet. Ich bin auch ein Vorreiter. Ich bin sehr gerne mit einer Warmluftanlage, weil die kann ich leiten, die Luft kann ich leiten, egal wohin, und kann auch die Problemzone mit der Luft lösen, was ich mit der Heizung, mit der Zentralheizung nicht machen kann. Was ist da für Heizung drin? Alte Heizung, wenn man gerade. Auf Wunsch machen wir auch alte. Nein. Aber sonst ist sehr meistens die 6000 Grad. Die Truma drinnen, ja. Also dann schauen wir mal rein, ja. Ja, dann haben wir hier einen Alkoven, kann man den hochklappen, ja, oder? Ja, ist das jetzt? Das ist meine Tasche, ja. Ja. Ich kann es mal hoch. Also zum ersten Mal, man kann drunter sitzen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine tolle Sache, ja. Man kann den. Man kann es nutzen und kann unten sitzen. Ja. Sie haben den Vorteil, sich das verliere nichts am Wohnraum. Und das bei 3,10 Meter Höhe, muss man sagen. Eben. Und das ist ein beweglich, ist ja klar. Ja. Und jetzt kann man das Bett lüpfen quasi und kann durchgehen. Aha. Das ist wie ein integrierter. Ja. Super, ja. Fällt mir sehr gut. So mal was anderes, Sie, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und jetzt schauen Sie mal, das ist das, was ich gesagt habe. Hier, da gibt es einen super Abschluss und das ist alles polstert. Und hier in dem Auto heilt es nicht. Das sind auch die Motorengeräusche.
wird nicht ins Fahrgastraum übertragen. Mhm. Ja, das ist eine feine Sache. Wir haben auch die ganzen Türen, alles von Daimler aus isoliert. Das heißt, von Haus aus schon eine warme Türe drin. Mhm. Das heißt ja praktisch, da keine Kältebrücken sind nicht zwischen Fahrerhaus. Aber voll integriert baut ihr nicht? Bauen wir nicht, nein. Aha. Wir sind einfach, wir nehmen das Originalfahrerhaus, das auch Cash getestet ist. Aha. Ja. Ja. Und Sicherheitsmerkmale alle haben. Gell? Klar, das ist ganz vollkommen richtig, dass da auch dann eine ganz andere Sicherheit dahinter ist. Ja. Also Möbel sieht auf jeden Fall schon mal sehr gediegen aus. Wir haben Schiffsbauer oder Yachtbauer, wo die Möbel machen. Ja, das sieht man. Es entscheidend passt es nicht, denn auch hier. Guck dir mal das an. Hier. Ja. Das werden Sie nirgends mal finden, dass Sie ein Klavierband noch drin haben in der Türe. Sie können sich dadurch auch keins öffnen. Natürlich. Geht die Tür da ganz auf. Ja. Oder da ist gut, wenn man keinen Bauch hat. Ja. Qualität. Hier, ja? Guck dir hier. Hier. Mhm. Das kriegen Sie nirgends so. Ja. Das muss halt passen. Ja. Sieht gut aus, alles ja. Wunderschön. Hören Sie mal. Ja. Macht Lack. Ja. Ja, das ist hochwertiger Fahrzeugbau. Wie sieht es mit doppeltem Boden aus? Hat er serienmäßig. Hat er serienmäßig. Und nicht nur ich, auch ein doppeltes Dach. Schauen Sie mal. Da oben ist der serienmäßige Propeller. Luft. Ah. Sie müssen von hier aus filmen vielleicht. Ja. Kommst du mal die Kamera? Von hier aus filmen. Da kommt Luft rein. Jetzt sieht es, es möchte nicht. Mache ich zu. Und jetzt kommt die Luftverteilung vorne und hinter. Mhm. Ja, ja, hier kommt sie raus. Dadurch habe ich keine stehende Luft im Auto. Aha, okay, ja. Prima. Das ist alles serienmäßig. Und sieht das auch, oder? Ja, das sieht gerade mal übel aus, ja. Genau. Ich habe das vorher noch gar nie ich habe das schon öfters gesehen. Also, hier haben wir auch eine Dachluke drinnen. Mit Lüfter. Und ein Fenster. Was ist das für eine Toilette? Da kriegen Sie jede handliche. Das ist Glesana könnte man reinmachen zum Beispiel. Ja, ja, genau. Mhm. Auch hier im Bad oder in der Dusche, Lüfter. Abluft. Mhm. Ja. Und mit der Dachlüfter. Und da ist natürlich auch das Monocoque von Vorteil, wegen der Dichtigkeit. Ja, das ist kein Plastik oder sowas. Ja. Ja. Alles aus einem Guss. Aha, ja. Macht einen sehr guten Eindruck. Auf jeden Fall, ja. Also und das ist jetzt mit Wiensbett. Wir schauen dann später noch ins Längsbett, also in die Einzelbetten rein. Mhm. Und ein großes Dachfenster. Eine große Schublade und ein Bett, weil die Stauschränke links und rechts fällen, da haben wir bis ins Bett können. Ja. Mhm. Da haben wir eine riesige Schublade drin. Schauen wir unten. Mhm. Ja, muss nur gucken, wie ich das jetzt aufkriege. Aha. Das ist Kindersicherung, jetzt, ja? Nee, ich hab's nur andersrum auf. Jedes System hat halt. Zwei Schubladen. Mhm. So, ganz einfach geht das auf. Aha. Ja, da kriegt man auf jeden Fall was rein. Ja. Und hier, schau mal, hier hat's ja auch überall noch so eine Stufe. Also Staufläche ist genügend vorhanden, ja. Und super. alles macht dann. Dass nicht bei jedem Wetter raus muss. Ja, das ist auch ganz schön und sieht eigentlich ganz toll aus. Einen sehr hochwertigen Eindruck macht das Fahrzeug. Und was mir jetzt eben auch eigentlich gefällt bei Queensbett, hier sind die Toilette und die Dusche ist extra separat. Ja, da manche läuft man da so. Man hat keine Kante aus. Ja, das ist gut. Und liegt direkt am Fenster. Ja, okay. Ich bin halt zugempfindlich. Mich also diese Art von Aufteilung am liebsten. Mhm. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich für jeden dann, wie es ihm. Also hier ist auch ein Wärmeschlitz. Das heißt, der Ventilator, wenn an ist, dann ist es richtig angenehm. Mhm. Und der Luftzug ist trotzdem drinnen. Ja, und es gibt keine stehende Luft. Ja, eben. Ja. Geht das jetzt? Nein, es geht von oben runter. Ach, das? Das ist natürlich toll. Da gibt es Möglichkeiten mit Gläser oder mit Kaffeemaschine. Das zeige ich nicht drüber. Ah ja, also wir sind da natürlich Gläser, vor allen Dingen Weingläser, viel wichtiger als die Kaffeemaschine. Gläser viel wichtiger, ja. Mhm. So, hier haben wir die Schubladen, haben wir ein Schneidebrett ganz oben, ja. Mhm. Abwaschbar. Mhm. Die Küche. Dreiflamme, super, ja.
Und auch wieder super Schubladen, alles Schreinersqualität. Ja? Also wir bauen nichts anderes. Tiefes Waschbecken. Ja? Wo werden die gefertigt, die Fahrzeuge? Wir bauen die in Aprilia bei Rom. Wir haben Schiffsbau, wie gesagt. Ja. Wir haben es in Deutschland versucht zu bauen, es ist nicht möglich. Wir haben nicht mehr die Mitarbeiter. Ja, die allgemein, gell? Die kommen aus Italien. In Italien, das kann man gleich. Der Panzer ist versteckt. Der kommt hier rein. Ah ja, okay. Ja, zum Ausziehen. Sehen, hier. Ist eigentlich auch kein schlechter Platz für einen Fernseher. Was denn? Also der ist ja jetzt hier drin, aber der hier sitzt man ja dann eh zum Fernsehschauen. Schaut, sitzt ja dann hier gemütlich und also so schlecht ist der Platz jetzt hier auch nicht. Ist der Stuhl etwas niedriger? Ist da eine Stufe zum Fahrerhaus? Ja, da ist eine Stufe. Die Stufe ist wichtig. Dadurch habe ich den doppelter Boden. Und wenn Sie jetzt mal mit der Kamera vorgehen, also mit der Kamera schön ausmachen, dann sehen Sie, zwischen den Stühlen ist eine Düse. Ja. Und die beim Fahrerhaus. Die beim Fahrerhaus. Weil die Heizung ist hier, ich habe hier 80 Grad Düsentemperatur, wenn die Luft rauskommt. Ja. Und jetzt habe ich eines. Die haben bewusst den Vorhang da drin. Wenn man das Fahrerhaus abtrennen kann. Ja, aber das geht bis so weit unter Boden. Also wir haben unter Boden Freiheit, so viel. Ja. Und jetzt geht die Luft so runter zwischen dem Vorhang und Scheibe baut sich ein Luftpolster auf. Dadurch. Und mir läuft keine Scheibe an im Winter. Auch die Küche. Und aber warmes Fahrerhaus, weil die Luftisolation hat, diese Scheibe und Vorhang. Ja, das ist wahrscheinlich ist der Kühlschrank, das ist ein Kompressorkühlschrank, oder? Nein, wir haben alle drei Stromquellen. Wir haben Gas, 32 Volt und 12 Volt. Kann man dann Gastank auch einbauen? Ja, kein Problem. Eine Mittelfassung. Ja. Es ist also so, die leichte Schüppel. Ach, da geht auf beide Seiten aus. Ja, das ist ein beidseitiger Tummel. Ja. Die Ledefahrt ist immer oben, und ist schnell schnell verbogen. Jetzt auf dem Markt. Jetzt hat sich das gekrimmt. Jetzt. Okay, alles klar. Ja, ist ein schönes Fahrzeug. Ja. Es hat also wirklich was, ja? Ja, und Fächer hat es eigentlich ganz viele. Nicht schlecht. Das ist jetzt mal ein anderes Fahrzeug. Ja, ist auch vom Aufbau anders. Soll anders sein. Ja, klar. Es braucht keiner so etwas weniger Gewicht, gell? Der andere war, glaube ich, 5 Tonnen, oder? Nee, der war 5 Tonnen. Sehr viel 1. Ja. Also hier haben wir den mit 7,70 Meter und zwar mit Einzelbetten. Und preislich 152.000, der Grundpreis. Haben wir hier die Ausstattungsliste. Und 227.000 mit Allrad. Also, der Herr Wanner ist auch da und er zeigt uns das gerade. Aber hier könnt ihr selber die Ausstattungsliste nachlesen. Das ist also jetzt das Hilfertrieb mit den Einzelbetten. Und da schauen wir noch mal, ich schaue hinter. Jawohl, die Möbel sind etwas heller als in der Sitzgruppe, ist klar. Und ja, das sind Wassertanks, würde ich mal sagen. Jawohl, das sind auch die Wassertanks. Besser zugänglich, weil sie nicht ganz im Boden sind. Ja, und hier ist noch ein Fach. Und hier. Und da haben wir Kleiderschränke, ja. Oh, ist das groß. Und auf der anderen Seite? Ist da oben zugänglich. Ja, dann nimmt man das hoch. Und auf der anderen Seite, Ossi? Das ist natürlich der Vorteil von den Einzelbetten, dass hier seitlich sehr große Schränke sind. Ja, und da kann man sich ja auch in den einen die Kleider reinmachen. Ja. In der Fächer, wie man will. Und in den anderen aber kann man Fächer. Kein Licht drin, gell? Doch, der Marschall ist ein Schalter. Ah ja, okay, dann habe ich jetzt neu gesehen. So, und da hinten, wenn wir uns das anschauen, eine Ablagefläche sehe ich jetzt keine in der Mitte. In der Ecke. Ja. In der Ecke, das wir ist ja okay. Wir haben den Vorteil, haben wir die Mitte zusammengelegt, hinten haben wir die Köpfe, Keine Ahnung, gute Nachkuss geben. So, und da haben wir jetzt, den Fernseher. Und was haben wir für ein Lattenrost? Da ist gar kein Lattenrost drunter. Kann man Frohlicht drunter bauen, oder? Ja. Also man müsste noch die Frohlicht
drunter bauen, das ist ja kein Problem. Und das Fenster ist ziemlich weit hinten, aber nicht ganz hinten. Aber Staufläche ist auch genügend vorhanden. Ist da auch, da ist auch die Lüfterlösung. Hier haben wir jetzt eine Klimaanlage verbaut. Und da ist der Auslass für den Lüfter, der Dachlüfter, der serienmäßig eingebaut ist. Und so schauen die Schubladen auch, die Fächer aus. Ja. Mhm. Also auf der einen Seite ist ein Fach und auf der anderen Seite ist der Fernseher vorgesehen. Ja. Und ist eine Trenntüre zwischen? Nein, Trennt. Ein breiter Aufstieg, wenn man älter wird, ist, darf man nicht mit der Hühnerleine anfangen. Ja. Ja. Ja, ja, das ist breit genug zum Hochlaufen und da kommt man durch. Eine Trenntüre ist keine vorhanden, da müsste man sich wieder mit Vorhang. Nein, braucht man in dem Fall ja nicht, weil die Toilette viel größer ist. Die Toilette ist so groß, dass man da, da braucht sich man anschließen kann. Ja. Ja. Genau. Als Toilette kann eingebaut werden, was man will. Mit Fenster und mit Dachlüfter. Und Dachlüfter gibt es auch in der Dusche. Also es ist was anderes als diese integrierten Fahrzeuge natürlich. Das muss man wollen. Hat ja auch zwei Fahrerhaustüren. Auch das muss man wollen, aber es ist alles extrem hochwertig gebaut, eben aus dem Bootsbau heraus. Und hier in diesem Modell ist jetzt anstatt Gläser, ist hier die Kaffeemaschine eingebaut. Kommst du mal, dann kann man das noch zeigen. Hier die eine Kaffeemaschine. Also für die Kaffeemaschinenfreunde ist hier die Alternative, oder man könnte auch ein Gewürzregal oder sonst was draufstellen natürlich. Gläser. Mhm. Das sah sehr schön schick aus, das mit den Gläsern. Ja, ja. Mhm. Ja, und die Küche ist genau das gleiche wie die. Was haben wir da unten drunter? Das sind Fächer. Das sind Fächer drin. Große Fächer und die Abstellherne halt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, dann haben wir hier noch die dritte Variante. Ah ja, weil da jetzt zwei. Die ist dann mit Rundsitzgruppe. Ja, mit 96. Mhm. Und vorne mit Längsbetten. Und das schauen wir uns dann auch schnell noch an. Hier sind die Preise, Grundausstattung 166.900 und 218.000, so wie er hier steht. Und 190 PS, also damit ist er schon auch satt ausgestattet. Automatik alles drin. Ja, ja. Ja, das ist jetzt natürlich schon mal ein ganz anderes Fahrzeug. Das ist ja ganz anderes schon, Gefühl da. Wenn man reinkommt, schon ganz anders aufgeteilt. Super. Mit der Rundsitzgruppe und mit dem Küchenbereich hier. Also das schaut super aus. Mhm. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und was hier ist, das sind jetzt diese... Mit Einzelbette, hat der Chef gesagt, oder? Ja, das sind Einzelbette. Einzelbette da, direkt über dem Fahrerhaus. Und wie ist das mit den Einzelbetten? Die kann man hochklappen und der Kleiderschrank? Ja, einen Moment. Der Herr Wanner zeigt uns das. Also, ich bin 78 Jahre alt und in der Treppe einfach. Kein. Das ist ganz wichtig. Da sind auch wieder viele Stauräume drin. Ja, was natürlich immer sehr praktisch ist. Ja. Aha. Luft, Licht und Sonne. Ja. Also, liebe Wohnmobilfahrer, gell? Also, man kann auch noch im höheren Alter Treppenstufe erklimmen und da oben schlafen. Ja. Und wichtig ist, im neuen Fahrzeug haben wir das etwas verändert, dass die Treppe, wer vorne steht, kann man besser mehr Breite hat. Mhm. Mit dem Mario unterwegs und. Immer wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann man Verbesserungen machen. Ja, klar. Okay, das ist erst Auto fertig, wenn es einmal das erste Boot ist. Ja, und der Herr Wanner hat uns gerade erzählt, er war mit diesem Fahrzeug sechs Wochen in der Türkei. Also nicht schlecht. Guten Sie, auch großes Raumbad, Luftlöser über die Ränder, kann ich mich gerne hoch machen. Und da habe ich zwei Kleiderschränke. Ja, Licht ist schon an, habe ich gesehen. Ja. Ja, also da hat man wirklich. Und hier auch nochmal ein großer Kleiderschrank. Und wie gesagt, die Treppe ist auch. Ah ja, und Fächer. Also
Ist durchdacht, das Fahrzeug. Ist wirklich durchdacht. Aha. Ja, das ist natürlich dann schon toll, wenn das Schiff selber mit den Fahrzeugen in Urlaub geht und dann danach Verbesserungen macht. Ist der Schlafraum. Das kann man hier. Alle können schlafen, aufstehen, kochen, wie auch immer. Nicht schlecht. Gefällt mir gut, oder? Ich war noch nie ein Freund von der Rundsitzgruppe, aber ich muss sagen, das macht einen richtig tollen Eindruck. Also, man kann sich da richtig gemütlich machen. Vor allem hier den Raum. Ja, es ist, man hat Platz. Man hat hier Platz. Schau mal. Also hier. Es ist sehr viel Platz vorhanden. Die Küche ist groß, da kann man sogar richtig toll kochen. Ja, also, also da kann man jetzt nicht meckern. Und zwei Küchen, zwei Fenster eingebaut, einer vorne, einer hinten. Hinter. Und dann, was ich ganz besonders stolz war, ist die Anlage von Kenwood. Mit Internetradio. Nein, das kann man auch machen. Aber ich will es jetzt so versichern, ich kann es ja Internet im Fernseher holen. Ich habe ein großes Bild, aber der Klang. Mhm. Ein kleiner, warte mal, ein schlechter Leute. Also der Klang ist super, wir mussten nur den Ton jetzt wieder ausmachen, weil sonst wären wieder die Copyright-Rechte der Künstler verletzt geworden. Ja? Aber wir können euch bestätigen, der Klang ist super. Ja, also auf jeden Fall. Das ist wirklich ein tolles Fahrzeug, gefällt mir echt. Jetzt gut. Gehen wir nochmal hinter in den Schlafbereich. Das oder Fahrbereich, wie du sehen willst. Ja, genau. Und der Vorteil ist auch rechts, bei dem Einzelbett komme ich hier prima durchs Fahrzeug, durchs A-Haus. Ja. Und jetzt gibt es halt Längsbirnen, ja? Ja. Dort ich gemacht. Und Froli-System wird kein Problem. Das wäre kein Problem, das da noch. Wir haben da zwei Matratzesysteme. Ja. Also das ist eine dicke Matratze, aber wer Froli drunter haben möchte, der kann das auch haben. Also das trägt ja kaum auf und dann lässt sich es trotzdem noch hochschieben. Und großes Fenster vorne, große Dachhaube zum Lüfter. Ja, ja. Und da haben sie selbstverständlich die Anlage drin. Ja, diese Lüftungsanlage. Also ganz toller Eindruck. Und da macht es jetzt auch überhaupt nichts aus, dass das Fahrerhaus etwas niedriger ist. Im Gegenteil, da ist es sogar noch von Vorteil. Das Ganze hat für mich nur zwei Nachteile. Nämlich der eine ist die Heckgarage, die wegfällt. Das heißt, mit den Fahrrädern wird es unter Umständen ein bisschen schwierig. Und das zweite ist dann im Fahrerhaus die Problematik, dass die Türen nicht so einbruchsicher sind wie Aufbautüren. Aber das muss man halt dann anders über Sicherungsmöglichkeiten lösen, was ja am Markt deutlich angeboten wird. Also so ein Fahrerhaus dann alleine für sich, das ist dann auch richtig gemütlich. Man kann da hier zuziehen, die Treppe, oder man kann sie wieder reinfahren. Und man hat dann hier ganz abgeschirmt sein Fahrerhaus. Also ich habe beim neuen geht hier noch die Trennwand mit. Zum Zumachen. Aha. Das ist eine Neuerung. Da gibt es ja noch eine Trennwand dazu. Ja, es wird ja laufend weiterentwickelt. Aber dieses Fahrzeug ist durchaus eine Alternative zu den Linern bzw. zu den voll integrierten. Da ist der Platz wie ein Liner und ist doch nicht so groß. Ja. Und nicht so breit. Ja, 3,10 Meter Höhe. 3,10 Meter Höhe. Ja. Und breit ist er? 2,30. Ah ja, das ist angenehm dann, gell? Ja. Also. Sogar die Ursi ist dafür. Aber nicht heute. Aber nicht heute. In den nächsten Jahren noch nicht. Aber wir haben ein neues Fahrzeug entdeckt, das in unserer Wunschliste als potenzieller Nachfolger von unserem Gustl aufgeführt wird. Stimmt's, Ursi? Ja, stimme ich dir jetzt voll zu. Beide sind wir eigentlich positiv angerannt. Schaut es euch mal an. Silvertrim Halle 2 auf der CMD 2023. Oder dann wieder am Caravansalon oder auf der CMD 2024. Eventuell, ja. Das können wir ja jetzt noch nicht sagen. Also das ist jetzt die Variante mit der Rundsitzgruppe. Und da sieht man natürlich, dass dann gewisse Einschränkungen auch bei der Heckgarage gegeben sind. Wenn man den kleinen Grundriss wählt, ist die Garage frei.
Aha. Ah, okay. Wenn man den Grundriss macht. Mhm. Wenn man in den großen, den kleinen Grundriss macht, ist die Garage frei. Mhm. Okay. Also man gibt es das auch in der anderen Variante und dann ist sie, komplett frei. Komplett frei, also da kommt dann gar nichts rein. Mhm. Also da sieht es dann etwas großzügiger in der Garage aus, dafür natürlich etwas eingeschränkter im Fahrzeug. Ist klar, fehlen ja 80 cm. Also hier haben wir das neue Heck vom Silbertrieb. Ganz neu seit diesem Jahr aufbereitet, oder? Ja. Schau doch richtig elegant aus. Gefällt der Ossi auch? Ja, genau. Original Mercedes, aber wir haben ausländisch, haben wir gleich. Mercedes-Fahrer kennen, aber Lampen-Türen. Das Einzige, was der Ossi nicht zugefällt, das ist die Klappen, die nach oben aufgehen. Weil das immer wieder unter Umständen, wenn es eng wird, Probleme geben könnte. Ja. Aber man könnte das auch mit zwei seitlichen Türen haben, oder?